Rechtsstaat ist seit Monaten in aller Munde. Büchern mit Titeln wie Überwachen und Strafen oder die berühmte Dystopie 1984, in der Orwell einen totalitären Überwachungs- und Präventionsstaat konstruiert, finden wieder reißenden Absatz. Was ist mit dem Überwachungsstaat? Wird Orwells Vision langsam Realität? Unsere Realität? Das Beispiel mit der Radioaktivität und wie Überwachung auf uns selbst wirkt, haben wir bereits öfter gehört. Wie sieht das aber mit der Gesellschaft aus? Strahlung verursacht Krebs. Und was macht Überwachung aus einer Gesellschaft? Ein Tumor fängt erst klein an zu wachsen, sodass es der Körper erst gar nicht bemerkt. Im Geheimen wuchert er, wächst, breitet sich weiter und weiter aus, bis er anfängt zu streuen und andere Bereiche des Organismus vergiftet. Wenn man dann die Diagnose bekommt, beginnt ein langer und harter Kampf, um den Krebs wieder loszuwerden. Genauso verhält es sich mit der Überwachung und dem Überwachungsstaat. Erst fängt es auch hier klein an. An ein, zwei Stellen werden Kameras aufgehängt, dann an weiteren und weiteren und immer mehr Plätzen. Die Überwachung wird gestreut in den Städten, in Einkaufszentren, in Bussen und Bahnen und im Netz und das immer im Nimbus der Sicherheit. Erst werden die öffentlichen Daten in sozialen Netzwerken angegriffen, dann der E-Mail-Verkehr, der durch bestimmte Knoten läuft, gescannt, bis alle Daten, die über Internet, Telefon und so weiter ausgetauscht werden, zur weiteren Verwendung gespeichert werden. Internetdienstleister werden gezwungen, Hintertüren für die Geheimdienste einzubauen, sodass auch alle nicht öffentlichen Nachrichten gesehen und sogar Tastatureingaben abgelesen werden können. Aber all das geschieht natürlich nur zu unserer Sicherheit. In der Zwischenzeit hat man einen Personalausweis mit Fingerabdruck und biometrischen Bildern, der auch wunderbar mit einem unsichtbar zu scannenden Chip ausgestattet ist. Auf die Autobahnkameras, Fluggastdatenspeicherung, Handyortung und auf große Verknüpfungsmaschinen wie Indekt will ich an dieser Stelle gar nicht erst eingehen. Wenn sich die Menschen diese Vorgänge dann bewusst werden, dann ist es wie beim Krebs, ein harter Kampf, dies wieder einzudämmen und wieder loszuwerden. Nur durch das mutige Handeln von Menschen wie Manning und Brett und Snowden haben wir erfahren, was unsere demokratisch gewählten Regierungen von uns, den Bürgern, halten. Und das ist nicht viel. Es ist nämlich genau so wenig, dass sie uns überwachen müssen. Es ist nicht ganz ohne Ironie, dass diejenigen, die bei Wahlen um unser Vertrauen werben, kein Vertrauen in uns haben. Und sie besitzen auch noch die Arroganz, sich hinter dem Schleier des Nichtwissens zu verstecken. Heute spricht hier in Recklinghausen Angela Merkel, die Frau, der laut Umfragen 64% der Menschen in diesem Land vertrauen. Vorsitzende der CDU, genau der Partei, die zusammen mit der SPD jeglicher Aufklärung aus dem Weg geht. Parteien, die ihrer Aufgabe, das Volk zu vertreten, nicht nachkommen, sondern sich lieber gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben und die Thematik kleinreden. Doch bei aller berechtigter Kritik an Staaten, politischen Eliten und den Umtrieben ihrer Geheimdienste, was ist mit uns? Wie reagieren wir jetzt, wo wir nicht mehr vermuten oder glauben, dass wir überwacht werden? Nein, jetzt, wo wir wissen, dass wir überwacht werden. Wie die oftmals meinen, dass sie nichts zu verbergen hätten. Wir, die keine Terroristen sind. In den letzten Wochen wurde oftmals im Zusammenhang der Überwachungsskandale Vergleiche mit diktatorischen Staaten gezogen. Dies mutet schon fast obszön an, die BRD mit Unrechtsstaaten zu vergleichen. Mit Staaten, die unliebsame Bürger verschwinden lassen. Und ich, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, will nicht behaupten, dass diese Vergleiche immer glücklich und berechtigt waren. Aber ich stelle mir schon die Frage, warum sind wir nicht mehr? Warum sind wir heute und hier nicht viel, viel mehr? Tja, die Antwort ist einfach wie grotesk. Die einen glauben, dass staatlich gesteuerte Überwachung sie nicht betrifft. Sie glauben, dass sie nicht interessant genug sind, um ins Visier der Fahnder zu geraten. Andere halten Sicherheit für ein so hohes Gut, dass sie bereit sind, ihre Freiheit dafür aufzugeben. Den einen antworte ich, seid ihr euch sicher, dass ihr nichts zu verbergen habt? Dann macht doch eure Krankenakten allen zugänglich. Dann veröffentlicht ihr doch eure Lebensläufe, eure Verdienstabrechnungen und eure Anwaltsakten. Wobei, veröffentlichen müssen wir ja gar nichts mehr. Denn wie wir fast täglich aus den Nachrichten erfahren, gehören unsere Daten uns ohnehin nicht mehr.
Die anderen, die ihre Sicherheit über alles lieben und an diese glauben, möchte ich mit einem Zitat antworten. Einem Zitat eines großen Staatsmannes. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Das Zitat stammt von Benjamin Franklin, Unterzeichner der Bill of Rights, Mitbegründer der Vereinigten Staaten von Amerika, eben jenem Staat, der heute zusammen mit Großbritannien die Rechte der Bürger mit Füßen tritt. Aber wir wehren uns. Wir lassen uns die Freiheit nicht klauen. Wir lassen uns nicht überwachen und zu Verdächtigen machen. Nein, wir kämpfen und wir werden uns Stück um Stück unsere Freiheit zurückholen.